Herzlich willkommen am ersten Sonntag nach Trinitatis. Heute endet ja auch der Kirchentag in Nürnberg. Und auch dort sind sicherlich viele friedensbewegte Dinge gesprochen, gesagt, besprochen und diskutiert worden. Um dieses Thema soll es heute auch ein Stück weit zumindest gehen. Und wir sollten uns daran erinnern und auch dankbar sein, dass wir in einem Land wohnen, wo sicherlich nicht immer alles gerade läuft. Aber wie heißt es so schön, der liebe Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Und wir, erinnern wir uns daran, wie das mal war. Und erinnern wir uns daran, dass wir auch dankbar sein können und auch demütig für alles das, was wir haben. Und manchmal tut es auch gut, sich daran zu erinnern, was wir haben. Auch die Liebe Gottes haben wir und die ist tief in unser Herz hineingegeben. Deswegen auch aus Psalm 106, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Seine Gnade reicht, so weit der Himmel ist und seine Treue, so weit die Wolken gehen. In diesem Sinne lassen Sie uns gemeinsam unseren Gottesdienst heute feiern, hier in der Kirche oder auch später, wenn man uns digital verfolgen kann. Wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Kraft und unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Bund und seine Treue ewiglich hält und der niemals das aus seinen Händen lässt, was er geschaffen hat. Amen. Klingelbeutel. Normalerweise sind Sie jetzt mittlerweile schon dran gewöhnt und wenn Sie nachher am Ausgang rausgehen, dann wollen Sie automatisch zu den beiden Körbchen greifen, aber die sind nicht mehr da. Nicht, dass Sie jetzt denken, oh, habe ich ja Glück gehabt. Nein. Aber unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden, die Neuen, die hatten mal den Gedanken, wir könnten doch noch mal den Klingelbeutel sammeln. Und das tun sie wie früher, so mit den beiden Klingelbeuteln. Also wenn so ein roter Beutel an Ihnen vorbeikommt, da kommt was rein. Und zwar die Gaben, die wir einlegen für diakonische Aufgaben. Wir wollen es einfach noch mal probieren, auch ein weiteres Stück Normalität. Ja, den Klingelbeutel sammeln wir jetzt gleich beim nächsten Lied ein. Das Lied heißt Lobe den Herrn. Thank you.
Lassen Sie uns gemeinsam aus Psalm 19 beten. Ich zeige es mal an der Wand. Die fettgedruckten Verse bitte ich Sie alle zu lesen. Die nicht fettgedruckten Verse werde ich lesen. Ich darf Sie bitten, anzufangen. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen, ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Sie sind wieder dran. Lasst uns beten. Herr unser Gott, lieber himmlischer Vater, es gibt vieles, was wir mitgebracht haben, aber wir wollen auch aus diesem Gottesdienst etwas mit nach Hause nehmen für die kommende Woche. Etwas, was uns wieder Mut und Hoffnung macht. Du sprichst uns an, wir hören und wir werden auch im Abendmahl deine Vergebung erfahren. Wir erfahren Trost und Wegweisung. Sie verbindet uns untereinander, diese Stunde, die wir gemeinsam verbringen können. Deshalb sind wir auch dankbar. Wir denken aber auch an die, die nicht hierher gekommen sind, vielleicht weil sie heute arbeiten müssen, weil sie dich nicht kennen, vielleicht weil wir sie enttäuscht haben. Lass auch sie alle teilhaben an deinem Segen, so wie du ihn uns verheißen hast. Amen. Wir hören jetzt die Schriftlesung. Die Lesung aus Epheser 6, die Verse 10 bis 17, die sogenannte Waffenrüstung Gottes. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit dem Herrn der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit
und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wir wollen aufstehen und gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen aus dem Lied 430 die Verse 1 und 2. Gnade sei mit uns, Friede und Freude von dem, der da ist, der da war und der da kommt, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Aus dem Buch Jeremia. Dies sind die Worte des Briefes,
den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Liebe Gemeinde, die Geschichte, die der Prophet Jeremia hier erlebt, spielt ungefähr vor 2500 Jahren, in der Zeit von 598 vor Christi Geburt bis 587 oder 86 vor Christi Geburt. Da mag man vielleicht sagen, das ist aber ganz schön graue Vergangenheit. Sicher. Die Menschen, mit denen der Prophet damals gesprochen hat, die Menschen, denen er den Brief hat zukommen lassen, die sind natürlich schon lange verstorben. Aber erstaunlich ist, dass ihre Geschichte heute immer noch erzählt wird. Das Volk Israel hatte den Kampf gegen die Babylonier verloren, auch ein Volk, was mittlerweile schon lange untergegangen ist. Und viele Menschen wurden damals nach Babel verschleppt und mussten nun dort leben. Für viele fromme Juden war das damals besonders schlimm, denn sie waren von ihrem Land und besonders ihrem Tempel getrennt. Man nahm auf Fernreisen übrigens in der damaligen Zeit immer ein kleines Säckchen Heimaterde mit. Es konnte ja durchaus sein, dass einem auf dem Weg im Ausland irgendetwas zustieß und man wollte in Heimaterde beerdigt sein. Da man das im Ausland schlecht konnte, hat man immer ein Säckchen dabei gehabt. Das Gefühl der Heimat, sie ist immer dabei. Und genau, dass diese Trennung nun stattgefunden hat, eine Trennung, die über 70 Jahre dauern sollte, das hat damals sehr viele zutiefst geschmerzt. Und in Psalm 137 wird dann auch erzählt, wie manche von ihnen an dem Fluss Babylon gesessen haben und geweint haben. Es gibt ja ein modernes englisches Lied aus den 70ern oder 80ern Jahren, »By the Rivers of Babylon«. Und da wird genau diese Geschichte auch nochmal erzählt. Am Fluss von Babylon haben die Menschen gesessen und geweint. Traurig haben sie auch an die schönen Zeiten gedacht. Komisch, habe ich mir dabei gedacht, ist ja eigentlich so wie heute. Nach 2500 Jahren schon wieder mal. Krieg, Flucht, Vertreibung.
Fast könnte man geneigt sein und sagen, das gehört einfach zur Menschheitsgeschichte dazu, so wie die Luft zum Atmen. Und dann der Vers 7, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Wie reagiert man denn, wenn man Verlierer ist? Wenn man in etwas hineingerät, was man sich nicht selber ausgesucht hat? Auf Menschen, wie reagiert man auf die, die einem alles, was man hatte, genommen haben? Vielleicht mit einem Stück Verachtung. Oder man wird still, ohnmächtig. Oder vielleicht resigniert man auch. Und woher soll neue Lebensenergie kommen? Woher soll dieser Gedanke kommen, wir könnten ja auch wieder nach Hause kommen? Dieser Gedanke war denen, die an den Flüssen von Babylon gesessen haben, an den Ufern von Babylon, völlig fremd. Jeremia verlangt seinen Adressaten hier an dieser Stelle alles ab und auch ihrem Gottesbild. Gott will nicht nur die Annahme ihrer Situation, er will, dass auch in Babylon die Hände zum Himmel gehoben werden, zum Gebet. Auch für die, die einem Böses angetan haben. Auch das verlangt Gott von seinen Leuten. Aber war das nicht gleichbedeutend mit einer Kapitulation? War das nicht gleichbedeutend auch mit dem Gedanke, unser Gott ist tatsächlich schwächer als die anderen Götter, die zum Beispiel hier in Babylon verehrt werden? Ist das nicht auch die gleiche Angst vor dem Neuen, vor dem Anderen? Wie ist das zum Beispiel heute? Auch das, was jetzt ja Realität ist in Europa, ist das so fremd? Und manchmal wirkt das auch für mich manchmal völlig unwirklich, von einem Krieg, von einer Gegenoffensive, vom Sterben von Soldaten und Soldatinnen. Es klingt irgendwie irreal, auch nach gut anderthalb Jahren Krieg. Aber vielleicht ergeht es uns wie dem kleinen Leon, dessen kurze Geschichte hier einmal erzählt werden will. Die Mundwinkel von Leon gehen flappig nach unten. Und seine Frage ist ziemlich aggressiv. Sie heißt, warum hast du mich allein gelassen? Seine Lippen zittern. Leon ist gerade 3 Jahre alt geworden. Man ist auf der Suche nach einem Kindergartenplatz. Eigentlich eine Situation, die viele Eltern heute auch durchmachen, wenn sie einen Platz für ihre Kinder in einer Kita suchen. Der Vater von Leon hat erzählt, dass er dann mit der Leiterin in den Nebenraum gegangen ist und dort ein Formular ausgefüllt hat. Als wir fertig sind, erzählt er weiter, und ich Leon suchen will, steht er immer noch hinter der Tür des Nachbarraums und guckt mich böse an und sagt, warum hast du mich allein gelassen? Eine Träne von der Größe eines Elefanten legt sich dabei auf seine Augen. Armes Kind, da hat man ja schon vom Zuhören Mitleid mit dem kleinen Leon und möchte ihn in die Arme nehmen und möchte ihn mal trösten. Auch Jeremia wäre ja nicht der Prophet Gottes, wenn er nicht auch eine gute Nachricht in petto gehabt hätte. Denn so spricht der Herr, so heißt es in Vers 10, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Das war der Trost, den damals der Prophet den Menschen in Babylon zugesprochen hat, in ihrer traurigen Situation. Auch in ihrer Situation, wo eigentlich niemand mehr damit gerechnet hat, wo alle gesagt haben, naja, dann müssen wir uns halt mit dem Leben hier arrangieren. Vielleicht auch ein Gedanke, den viele Flüchtlinge haben, die vielleicht auch mit dem Gedanken leben, nie mehr nach Hause zu können. Ob sie aus der Ukraine kommen oder wo auch immer sie herkommen. Menschen auf der Flucht, die hier
ihr Asyl gefunden haben, leben vielleicht auch ein Stück mit der Hoffnung, vielleicht kann ich ja wieder nach Hause. Und wenn man das jetzt mal 1:1 überträgt und sagt, es dauert tatsächlich 70 Jahre, dann werden Sie und ich und viele von uns das gar nicht mehr erleben. Und genauso erging es auch den Menschen damals. Sie waren hoffnungslos. Und genau in diese Situation hinein hat der Prophet diese Worte Gottes den Menschen gesagt. Was der Vater hinterher dem kleinen Leon gesagt hat, werden wir gleich sehen. Verlassenheit ist jedenfalls das Gefühl, das die Menschen an den Ufern des Flusses an Babylon erlebt und gefühlt haben. Verlassenheit ist auch das Gefühl von vielen älteren Menschen, besonders in den Heimen. Verlassenheit ist das Gefühl von Menschen, die sich eine Existenz aufgebaut haben und die nun vor dem Ruin stehen. Verlassenheit ist das Gefühl vieler Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben oder verlieren werden. Verlassenheit ist das Gefühl der Menschen, die in der Betreuung der Menschen in Heimen, in ambulanten Diensten und in Krankenhäusern engagiert sind. Verlassenheit ist das Gefühl vieler Menschen, die sich an vielen Stellen ehrenamtlich engagieren. Man könnte an dieser Stelle noch deutlich viel weitermachen. Und man könnte in viele traurige Augen wie die des kleinen Leon schauen. Mal so zwei kleine Beispiele. Ich gehe aus dem Aldi raus und ich treffe eine Angestellte, die dort den Mülleimer leert. Dann habe ich mir gedacht, ist ja nicht unbedingt so eine schöne Aufgabe. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und habe ihr mal so ganz spontan gesagt, sagen Sie mal, hat Ihnen heute eigentlich schon mal Dankeschön jemand gesagt? Dass die nicht vergessen hat zu atmen, war alles. Und dann habe ich ihr gesagt, vielen Dank für Ihre Arbeit und noch einen schönen Tag. Und dann sagt sie, das ist mir noch nicht passiert. Und sie war fröhlich. Sie ging fröhlich wieder ihrer Arbeit nach. Eine andere Situation habe ich aktuell gestern erlebt. Ich musste meine Mutter wieder mal ins Krankenhaus bringen. Und da war eine Krankenschwester, die kam völlig erbost in das Zimmer, wo meine Mutter lag, und sagte, dieser Arzt, völlig respektlos, völlig respektlos. Und sie hat einen anderen Pfleger dann hingeschickt und hat gesagt, geh du dahin. Also sowas, das habe ich ja noch nicht erlebt. Nee, furchtbar, furchtbar. Und sie saß da und hätte fast geweint. Da habe ich gedacht, naja, lass sie jetzt erstmal die Formulare ausfüllen und dann fragst du mal. Und dann habe ich gefragt und dann hat sie mir diese Geschichte erzählt. Am Ende, als meine Mutter dann auf die Station gehen konnte, habe ich mich von ihr verabschiedet und habe ihr gesagt, fühlen Sie sich einfach mal respektvoll umarmt. Auch da wieder dieses kleine Strahlen, dieses kleine Leuchten in den Augen. Und wenn man in so viele traurige Augen schaut und man kann ein Wort, ein kleines Wort der Hoffnung mal bringen, dann ist das auch besonders unsere Aufgabe als Christen, genau da einmal genauer hinzuschauen. Vielleicht auch mal hier und da einfach Danke zu sagen, wo es vielleicht keiner erwartet. Aber genau damit machen wir Hoffnung. Hoffnung, die sowohl der kleine Leon als auch die Menschen in Babylon dringend gebraucht haben. Hoffnung machen, Fröhlichkeit in die Traurigkeit vieler bringen. Nicht etwa so wie ein Clown im Zirkus, aber eigentlich ist der Clown im Zirkus ja auch der traurigste von allen. Aber irgendwie doch auch. Hoffnung in die Gedanken der Hoffnungslosen säen. Das Gefühl der Verlassenheit darf hier nicht Überhand nehmen. Genau deshalb sind ja die Worte Gottes durch den Mund des Propheten Jeremia heute wichtiger, als sie es jemals waren. Denn ich weiß wohl, lässt Gott den Propheten sagen, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Nehmen wir diese Worte für bare Münze und lassen sie uns gegenseitig auch Mut und auch immer wieder Hoffnung machen.
und lassen Sie uns den Tag des anderen ein bisschen schöner machen. Wir werden die Welt nicht verändern können und wir werden auch das, was auf der Welt ist, nicht verändern können. Aber wir können die Welt da, wo wir sind, ein kleines Stückchen besser machen. Seien wir nicht so engstirnig, seien wir strahlend in der Liebe Gottes. Und die lassen wir auch auf andere strahlen. Und ich glaube, je mehr Menschen das tun, umso mehr werden Menschen glücklich sein. Und genau das auch nachvollziehen können, was wir ja sagen, was wir weiter sagen. Der Herr sagt ja nicht, ich will Gedanken des Unfriedens haben und ihr sollt leiden bis zum Ende. Nein, genau das Gegenteil. Ich habe Gedanken des Friedens über euch und nicht des Leides. Gott verlässt uns nicht, so schlimm es auch kommt. Und daraus lässt sich auch Solidarität entwickeln für die, die jetzt unsere Hilfe einmal brauchen. Und so plakativ es manchmal auch klingt, aber nur gemeinsam werden wir das schaffen. Gemeinsam werden wir auch schwierige Zeiten meistern. Nicht, indem wir uns ständig Vorwürfe machen oder indem ständig irgendjemand sagt, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch und ich und ich und ich und ich mache das und das richtig. Nein, so kommen wir nicht weiter. Nur gemeinsam kommen wir weiter. Und das zeigt sich dann auch im Abendmahl, wenn wir gemeinsam dort stehen und immer wieder auf die Vergebung hören und uns Vergebung schenken lassen. Vertrauen wir darauf, dass Gott uns nicht allein lässt, sondern besonders in diesen Zeiten auch uns nahe ist, wo man sich vielleicht manchmal nicht nahe sein kann. Und vielleicht wird es dann auch so sein wie bei dem kleinen Leon. Wie die Geschichte ausgeht, das bin ich Ihnen ja noch schuldig. Natürlich hat Leon geschluchzt, aber der Papa hat dann erzählt, ich habe ihn auf den Arm genommen und habe gesagt, hey du Räuber, ich habe dich doch nicht allein gelassen. Ich war hier vorne nur am Tisch. Ganz klein fängt er an, der Trost. So spricht Gott, ein Versprechen, von dem ich noch nicht weiß, ob ich ihm trauen kann. Aber wenn das von der Verlassenheit wahr ist, dann noch mehr das von der Hoffnung. Denn so spricht der Herr Zebaut, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Wenn ihr ruft, werde ich euch hören. Fühlt ihr euch gefangen? Ich werde euch befreien. Und wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Und ich beginne langsam zu verstehen. Gott, du bist ja immer noch da. Für Leon und wie wir alle heißen. Du warst ja nie weg. Zum Schluss noch das Zitat des Mottos des Kirchentages. Es ist jetzt Zeit. Es ist Zeit, das umzusetzen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Das nächste Lied.
Wenn wir Abendmahl feiern, dann freuen wir uns darüber, dass Gott uns Frieden geschenkt hat und immer wieder neu Frieden schenkt. Immer wieder seine Liebe, die sich ausgedrückt hat in Kreuz und Auferstehung. Mit diesem Leben können wir leben, dürfen wir leben und dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass Gott uns das, was wir verbrochen haben, tatsächlich vergeben will. Wenn wir zu ihm kommen und sagen, vergib mir meine Schuld, oder wenn wir beten, vergib uns unsere Schuld, dann steht Gott nicht da und sagt, nein, du sollst leiden. Dann steht Gott da und sagt, auch über dich, mein Kind, habe ich Gedanken des Friedens und der Liebe. In diesem Sinne lassen Sie uns gemeinsam gleich das Abendmahl feiern. Komm, sag es allen weiter. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, es ist eine tolle Botschaft, die du damals schon deinem Volk mitgegeben hast. Gedanken des Friedens, der Liebe. Und wir wissen auch heute, dass die Barmherzigkeit uns gegenüber so groß ist, dass wir manchmal aus dem Dunkel unseres Lebens in dein Licht treten. Und durch deine Barmherzigkeit können wir leben. Weil wir wissen, mit dir ist jederzeit ein Neuanfang möglich. Du bietest uns immer wieder neue Chancen, unser Leben neu zu ordnen, neu zu machen
und auch neu zu wagen. Vieles gibt es anzupacken in unserem Leben. Aber du hast uns angepackt, du hast uns an der Hand genommen und hast uns gezeigt, dass deine Liebe uns Vergebung schenkt. In dieser Liebe lass uns geborgen sein. Amen. Die Hoffnung, die wir haben, steht wie immer auf der gültigen Einladung Jesu: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Damit sind wir alle gemeint, die wir mit Gott neu anfangen wollen. Jesus hat niemals einen Menschen aufgegeben, hat sich immer an die Müden und an die Mutigen gewandt. Und allen gilt sein Wort: Folgt mir nach. So zeigt Jesus, dass er Menschen neu machen, und so zeigt er, dass er uns so annimmt, wie wir sind. Und so hat Jesus Christus das Abendmahl eingesetzt. In der Nacht, da unser Jesus Christus verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Nach dem Mahl nahm er den Kelch, gab ihnen den und sprach: Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für viele vergossen ist, zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Lasst uns beten. Herr, so haben es die Emmausjünger gesagt: Bleib doch bei uns. Es will Abend werden, der Tag hat sich geneigt. Und du bist bei ihnen geblieben. Du hast sie in ihrer Trauer gestützt und du hast sie auch in ihrer Trauer abgeholt. Hast ihnen wieder Mut gemacht, hast ihnen neue Hoffnung gegeben. Und genau so soll es auch bei uns sein. Geh mit uns, wie wir sagen, durch die guten Tage und durch die schlechten Tage. Bleib immer bei uns mit deiner Gnade und deiner Güte, mit all dem, was wir aus dem Abendmahl heraus lernen können und mitnehmen können, an Hoffnung und an Zuversicht. Bleibe du bei uns, aber bleibe auch bei deiner ganzen Welt, in Zeit und in Ewigkeit. Amen. Was darf ich Ihnen noch bekannt geben, außer dem, was Sie schon wissen? Herzlich laden wir ein zum Open-Air-Gottesdienst am nächsten Sonntag. Das Wetter soll gut werden. Und wehe, es ist nicht gut, dann haben wir alle nicht genug gebetet. Es soll also die Sonne scheinen. Dann treffen wir uns drüben auf dem Marktplatz. Bringen Sie bitte Sitzgelegenheiten mit. Bitte bringen Sie auch Kopfbedeckungen mit, ganz wichtig. Und vielleicht auch etwas zu trinken, denn es könnte warm werden. Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst auf dem Marktplatz. Herzlich laden wir auch ein zum Musical unserer Liedermäuse, also der Kleinen, die ganz groß werden wollen. Und zwar am kommenden Freitag, den 17. Juni um 18 Uhr im Gemeindehaus. Ich weiß, Sie sind schon alle fürchterlich nervös und freuen sich richtig toll auf Ihren Auftritt. Und die freuen sich auch richtig toll, wenn viele Leute da sind. Also herzliche Einladung auch dazu. Die Kollekte, die wir nachher am Ausgang einlegen können, ist bestimmt für Projekte mit Arbeitslosen in der Kirche. Und am nächsten Sonntag ist sie bestimmt für ein Projekt der Allianz. Lassen Sie uns jetzt das nächste Lied singen: Freunde, das ist der Mandelzweig.
Lassen Sie uns gemeinsam stehen, soweit Sie können, und Fürbitte halten. Herr Jesus Christus, es ist gut zu hören, dass du uns Hoffnung gibst. Hoffnung in eine Welt, die oftmals hoffnungslos ist. Wir möchten oftmals mehr in Liebe miteinander umgehen. Wir möchten dich auch wiederfinden im leidenden Mitmenschen. Wir möchten uns gegenseitig annehmen können. Wir möchten auch Vergebung üben können, da wo wir es können. Ja, wir möchten deinem Namen Ehre machen. Aber wir entdecken oftmals in uns selbst ein großes Unvermögen. Oftmals verschließen wir uns vor dem Nächsten, der vielleicht nur einen kleinen Augenblick der Liebe erwartet. Deshalb sind wir dir so dankbar, dass du uns ohne Vorbehalte gegenüber immer wieder neu von Liebe, von Frieden, von Barmherzigkeit und Vergebung sprichst und dass du uns so annimmst, wie wir sind. Gib uns aber auch mehr Mut, uns deine Liebe auszuliefern. Herr, wir bitten dich auch für alle Menschen, denen ihre Hoffnungen jäh zerstört wurden, ihre Wünsche durchkreuzt wurden. Bewahre du sie vor Verzweiflung und zeige du ihnen den Weg, den sie gehen können. Sei den Kranken und den Sterbenden besonders nah und gib, dass sie sich in deinem Frieden geborgen wissen. Wir wollen getrost und getröstet und gestärkt in die neue Woche gehen. Hilf, dass wir, wenn die Dinge schwierig werden, wir getrost sagen können: Herr, dies ist dein Tag. Wir verlassen uns auf dich, denn wir gehören zu dir. Herr des Lebens, hilf du uns zu leben. Und gemeinsam beten wir so, wie es Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei du uns gnädig. Herr, erhebe du dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden, deinen Frieden. Amen. Lassen Sie uns noch das letzte Lied singen.